Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Video. Wie ihr seht, Marvel Galaxy, oh Gott, was ist mit mir heute los, Marvel Guardians of the Galaxy, Mensch, nicht direkt angezockt, weil wir haben schon durchgespielt im Livestream auf Twitch, aber ich möchte euch doch mal ein schönes Gameplay zeigen. Deswegen nehme ich hier in 4K 60 FPS mit HDR auf. Und bei den Einstellungen bei Video sind wir bei Raytracing. Ja, ich habe auch, wie ihr seht, oben den Streaming-Modus an. Den zeige ich euch auch gleich bei Audio. Das ist hier, lizenziertes Audio. Wenn ihr streamen wollt, macht das lieber an. Weil sonst habt ihr hier Musik, aber das ist lizenzierte Musik. Die also da habt ihr ganz viel zur Auswahl. Lautsprecher und Controller könnt ihr an- und ausschalten. Macht, wenn er mit Headset spielt, lieber aus. Dann kommt alles über Headset. Sonst kriegt ihr einige Sachen nicht mit. Sprache ist komplett in Deutsch. Untertitel haben wir auch an und alles drum und dran. Ja, bei barrierefrei könnt ihr auch noch einstellen. Farbschema und hast du hier gesehen. So, Steuerung machen wir jetzt nicht. Audio. Aber Video. Haben wir halt nur kalibriert, habe ich ja schon gemacht. So. Und dann habt ihr halt hier unten Spielstände migrieren. Das ist, denke ich mal, von PS4 zu PS5 migrieren. Mitwirkende Einstellung haben wir gerade drin. Kapitelauswahl. Ich habe jetzt schon immer durchgespielt, kann schon Kapitel auswählen. Neues Spiel, Spiel laden und Spiel fortfahren. Ich will zu Kapitel gehen. Und Kapitel 1 nehmen. Weil da sind wir doch im Raumschiff, dann kann ich euch noch ein bisschen zeigen. Und ich kann auch schon mal vorgreifen. Also ich greife mal schon mal vor. Für mich ist Guardians of the Galaxy eindeutig der Anwärter auf Spiel des Jahres. Nach dem verhunzten Avengers ist das wirklich so saugeil und so nah am echten Marvel Galaxy Guardians of the Galaxy dran. Die Kommentare zwischeneinander. Der größte Haufen Trümmer aus dem galaktischen Krieg im bekannten Universum. Wir können dort jede Menge Zweck finden. Es ist. Da bist du ja, Quill. Sag Root, er soll sich keine Sorgen machen, verhaftet zu werden. Ich bin nicht zu selbstsicher. Ich bin genau richtig selbstsicher. Verhaftet? Weswegen? Ihr habt doch, wie ihr seht, ab und zu Entscheidungen, die ihr selber treffen könnt. Unser Schiff ist gerade versehentlich in die Quarantänezone geraten. Ups, eine Fehlfunktion der Navigation. Ups. Wie kann man versehentlich das Novacore-Kraftfeld durchfliegen? So. Detail. So. Genau. Wenn er den Touchpad drückt, dann kommt er in die Einstellung von den Wächtern rein. Da ich jetzt natürlich schon immer durch bin, ich habe da dann halt die Wächter, die ja dann Spezialfähigkeiten geben könnte, zeige ich euch gleich. Hier mit Quill habe ich jetzt schon natürlich alles geholt. Weil, wie gesagt, ich bin ja schon einmal durch. Ich fange gerade das zweite Mal an. Und hier ist unser Buch, das ist jetzt natürlich auf Null. Weil fängt bei jedem Durchgang neu an. Und uns fehlt ja nur noch ein bisschen was. So, dann haben wir hier Charaktere, die wir jetzt hier überall gefunden haben im Spiel. Also da sollte mir eigentlich keiner mehr fehlen. Da ich alle Charaktere. Kreaturen. Ja, Kreatur fehlt mir ja zwei. Ziemlich vom Anfang, würde ich sagen. Ja, dann Objekte. Das sind so die Objekte, die ich so gefunden habe im Laufe des Spiels. Orte, die wir besucht haben. Also sind 60 Kapitel, da kann ich euch schon mal verraten.
Ja. Und die Milado ist super getroffen. Ach, ihr Kühlschrank ist wieder offen. Aber wir müssen erstmal Rocket quatschen, wahrscheinlich. Hast du die Undock-Chips von der Ausrichtungskonsole? Schicke Teile, Rocket! Ich nenne sie Klopfer, wegen dem Geräusch, das sie machen. Wenn wir es ohne zerbröselt zu werden durchs Kraftfeld schaffen und zu deinen Koordinaten, müssen wir die nur aufstellen. Dann ist unser Monster ratzfatz rausgelockt. Ja. Und wie soll das funktionieren? Der Klopfer macht beep, beep, beep und das Monster kommt angerannt? Naja, er macht eher so... Hör mit dem Krach auf, sofort! Und schon kommt das Monster aus seinem Loch geschossen. Bist du da so sicher? Hey, ich krieg meine Infos aus deiner Quelle. Meine Quelle ist absolut verlässlich. Die Koordinaten führen hundertprozentig zu einer seltenen, scheuen, schweineteuren Kreatur. Von der wir nicht die leiseste Ahnung haben, wie sie aussieht. Kannst du mit dem Begriff scheu was anfangen? Ey, ganz egal, wie das Monster aussieht. Solange das Vieh Ohren hat, werden meine Klopfer es uns direkt in die Arme treiben. Achso, ich wollte euch ja noch zeigen, wenn wir jetzt hier die Outfits nehmen, mir fehlt nur noch ein Outfit. Also ich war gut auf der, gut auf der Suche. Was nehmen wir denn? Nehmen wir mal die apokalyptischen. Die sind jetzt cool. Halt. Obwohl sieht das vom Endgame, die Rüstung ist auch ganz geil. Aber ich nehme mal die apokalyptischen. Hier bei ihr zum Beispiel anfangen. Fähigkeiten. Ihr Henkerin ist jetzt ihre Fähigkeit, die ihr dann ganz zum Schluss freikriegt. Da müsst ihr wirklich viel suchen und dann bestimmte Ziele erfolgen. Aber ich habe eigentlich mit allen. Na komm. Und mit Drax. Ja, und da müsst ihr dann halt auch bestimmte Sachen erledigen, um Trophäen zu kriegen. Fähigkeiten. Und dafür müsst ihr halt, um die zu sammeln, um die zu bekommen, müsst ihr halt die ganzen Einzelteile, was so auf dem Planeten liegen, da liegen dann halt so, werdet ihr gleich sehen, so einzelne komische runde Bälle und so lange Dinger liegen da rum. Und damit könnt ihr dann, wenn Rocket einen Tisch findet, oder hier praktisch, hier könnt ihr so kaufen, wenn ihr am Schiff seid oder so. Aber, warte mal. Star-Lord. So, die Fähigkeiten, die für Star-Lord, die könnt ihr dann praktisch, kann ich euch jetzt nicht zeigen, so die einzelnen Kategorien, die könnt ihr dann halt machen, wenn ihr einen Werkzeugtisch findet unterwegs. Da kann er dann seine, aber da kann ich euch nicht zeigen, kann er seine Waffen verbessern. Das macht dann Rocket. Dieser Moment der Ruhe erinnert mich an die legendäre Belagerung von Sektnach 7. Ach, nicht schon wieder. Lady Hellbender soll 10 Monde lang den Atem angehalten haben, während sie auf einer großen Drax. Wegen Gamora. Kann das nicht warten. Ich bereite mich auf die Schlacht vor. Du weißt, wir sollen dieses Monster einfangen, oder? Nicht töten. Natürlich, aber das wird wohl kaum ohne Kampf abgehen. Ganz ruhig, Muskelpaket. Lady Hellbender kauft keine beschädigte Ware. Ich werde versuchen, die Unversehrtheit der Bestie zu bewahren. Gut,
Ach ja. Weißt du noch, der Händler, den wir nach den Emittern gefragt haben? Als du weg warst, lehnt er sich zu mir und sagt, wofür brauchst du die denn? Ich bin Groot. Ja, als wollte ich aus der Milano einen Tanzclub machen oder so. Gamora? Hier oben, Peter. Hey. Warum? Ich komme jetzt schnell weg. Wir müssen ja nicht nur rein in die Zone, sondern auch noch dieses Monster. Wie gesagt, ich könnte die auch anders anziehen. Habe ich irgendwas verpasst? Aus einem Dutzend misstrauischer Blicke von Drax nicht wirklich. Wenn du also mit deiner... Aber ich fand dieses apokalyptische Outfit halt jetzt cool. Startklar. Okay, es geht weiter. Und hier wird dann auch auf euer Pult Rocket, Groot, nach und Drax, nach neue Sachen dazukommen. Ein paar Ticks haben wir noch bis zum nächsten Zeitfenster. Wieso noch? Seht ihr die Spiegelung? Nach jeder Rotation erfolgt ein Security Reset. Okay, gerade ist der Reset erfolgt. Du kannst den Code jetzt eingeben, Peter. 0451. Das ist alles? Vier Zahlen? Verdächtig. Das sind zu einfache Sicherheitsmaßnahmen für das Nova Corps. Es ist nicht einfach. Der Code gilt nur heute auf diesem Schiff. Oh, ich verstehe schon. Gamoras Codes sind eher Verschlüsselungen zur Eingabe temporaler Koordinaten und der festen Serie. Geschafft! Das ist der erste Auftrag praktisch schon vom ganzen Spiel. Das ist sozusagen auch noch Tutorial, wo er sozusagen noch erklärt. Unglaublich. Will halt nicht zu viel spoilern. Ich wusste nicht, dass die hier nach dem Krieg so ein Trümmerfeld hinterlassen haben. Die aber es ist wirklich saugeil. Ihr kriegt ja gerade den Miteinander von den Charakteren. Das ist wahrscheinlich nur noch harmlos. An bestimmten Stellen, wo es dann halt zum Beispiel Groot Pflanzen rüber macht, dass man weiterkommt. Oder Rocket irgendwo eine kleine Lücke durchschlüpfen, damit er von innen die Tür aufmacht. Oder Drax muss irgendwas umschmeißen. Oder... Konzentrier dich da. Oh wir Gott. Sind nicht zum Plündern. Und doch. Warum nicht? Ja, da gibt's so viel. Die Systeme der Milano könnten's vertragen. Und gutes Geld wäre es. Wenn man weiterkommt, man kann auch einen Umweg suchen. Die Bestie, die wir suchen, ist für die Monsterkönigin von Sektor 9 viel mehr wert als jedes illegale Bergungsgut. Aber wenn ihr Rocket denn einfach mal über so einen Abgrund rüberschmeißt. Ein ganz schöner Slalom. Weil es schneller geht. Jetzt hält ihr euch doch die nächsten ich zwei Level vor. Kein Monster, und diskutiert dann rum mit euch. Davon es das ist so geil. Schiff sein, das Peters Freundin gemeint hat. Freundin. Für eine Nacht. Und das Monster wird schon auftauchen, wenn wir Rockets Monster-Unlock-Dinger aufstellen. Flag, ja! Groot, Quill, Stiefel an! Team Rocket geht zuerst! Ich soll mit der Attentäterin an Bord bleiben? Wieso das denn? Ganz einfach. Du gehörst zu Team Grün. Du hast mich ins Team gesteckt, bevor es so hieß, und meine Haut ist nicht grün. Sie ist türkis. Türkis? Was? Hör zu, wenn wir das Monster in die Bergbauanlage locken wollen, dann müssen wir auf beiden Seiten Klopfer haben. Zwei Seiten, zwei Teams. Zwei Klicks bis zur Abwurfstelle. Auf dem Untergrund kann ich nicht landen. Ihr müsst springen. Das war das Stichwort. Los geht's, Groot. Das wird ein Spaziergang. Wenn die Klopfer aufgebaut sind, treffen wir uns in der Mitte und fangen das Monster. Alle zusammen. Na gut. Klopfer 1 steht. Wir sehen uns am Treffpunkt. So, jetzt haben wir noch drei Klopfer. Pass auf mein Baby auf. Und hier seht ihr zum Beispiel. Es ist unfassbar. Okay, du nimmst jetzt also die... Alles okay, Quill? Ja, ich glaube schon. Ist dieses rosa Harz wirklich stark genug, um diesen Ort zusammenzuhalten? Oh ja, ja, ja. Wirklich, wahrscheinlich. Wir haben ja auch unseren Stiefel hier, wie ihr seht. Und wir können dann halt auch hier verschiedene Sachen scannen. Wenn wir jetzt R3 drücken. Können wir jetzt den Giftschleim vergessen und uns dem coolen Kriegsschrott widmen, den er zusammenhält? Ich bin gut. Können wir hier so was machen? Ich bin gut. Er ist kein besserer Schütze als ich.
Angeber. Ich überprüfe nur meine Waffen. Oh, hier haben wir was zum Scan. Ich bin Groot. Was, der rosa Schleim? Wieso funktioniert? Natürlich. Ich habe ihn vorhin... Und da empfehle ich euch alle mit dem... War das überprüft, in Anführungszeichen? Was? Nein. Ja, man kriegt hier definitiv ein komisches Gefühl. Yo, Quill, wenn diese Koordinaten so verlässlich sind, warum wollen wir dann als Einzige dieses Ding fangen? Peng, 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 peng. Peng, peng, peng. Hast du gerade peng, peng gesagt? Was? Wir sind hier in einer sehr düsteren Umgebung, Rocket. Da macht man solche Scherze nicht. Komm schon, Quill. Wir müssen noch 3 Klopfer aufstellen. Den zweiten in dieser Richtung. Ich nehme an, du hast eine Karte oder sowas? Blödsinn. Für einen Schrotthaufen brauche ich doch keine Karte. Eine Pistole? Vorsicht! Gefährlich und instabil. Ja, ja, schon klar. War bestimmt keine Absicht. Lässig wie immer. Eine Pistole entwickelt sich auch noch weiter und ihr findet dann auch noch hier so eine Sache zum Beispiel. Hast du was zum Verkaufen gefunden? Da sind dann halt immer nur alte Korrespondenz. Du weißt, die Geschichte des Galaktischen Krieges interessiert mich. Nein? Ich hab dich noch nie was ohne Bilder lesen sehen. Ich lese sehr viel ohne Bilder. So, dann haben wir hier zum Beispiel wieder was. Und hier haben wir jetzt nichts. Haltet alle Ausschau nach gutem Schrott oder Einzelteilen. Ich bin Groot. Ich weiß, dass das Monster oberste Priorität hat. Ich meine ja nur, wenn ihr unterwegs was Gutes seht, nehmt es mit. Ich finde dann auch so Kisten mit den zusätzlichen Klamotten. Ich hoffe, dass ich euch da noch so was zeigen kann. Ah, das ist ja gerade große Zylinder, Schädel. Da ist unser Treffpunkt, richtig? Ja, das ist die Bergbauanlage. Komisch, das alles so auf einen Blick zu sehen. Überreste eines Krieges, der die ganze Galaxie umfasste. Zusammengehalten von... Rosa Schleim. Nano-Harz auf Ebrium-Basis. Wie auch immer. Ich sag ja nur, es ist ein bisschen viel. Ist aber nicht unsere Timeline von der Marvel, von der Galaxies. Also, Marvel... Oh Gott. Von den... Hier. Merkwürdig. Ich habe in dem Wrack noch keine Leichen gesehen. Ich glaube, irgendwie verstehe ich's. Oh, seht mal. Gelb und blau. Sieht aus wie eine alte Novacore-Fregatte. Hübsch. Komm schon, Kumpel. Auf dem Schiff sind Leute gestorben. Spaßbremse. Warum hast du uns hergebracht, wenn der Ort so heilig ist? Ich bin Groot. Mir fallen mindestens ein Dutzend Planeten mit Monstern ein. Warum als... Wir sind pleite, Rocket. Wir brauchen was Großes. Hast du Yarrow-Wurzeln nicht auch langsam satt? Die sind so... mehlig. Hör mal, diese Zone ist gesperrt. Egal welches Monster hier lebt, das hat sonst keiner. Lady Hellbender achtet bei Käufen auf Seltenheit. Ganz genau. Wenn das Monster verkauft ist, fliegen wir nach Nowhere und spielen ein bisschen. Ah, doch, hier vorne war was. Du könntest doch nicht meine Topfpflanze bluffen. Aber das kann Drax auch nicht. Sein Anteil gehört mir praktisch schon. Ich bin Groot. Gamora? Oh, bei der müssen wir sehr vorsichtig sein. Wartet hier. Nee, hier warte ich. Ich überlege gerade, weil hier war irgendwo. Wie viele dieser Schiffe hast du persönlich zerstört, Attentäterin? Auf diesem riesigen Schrottplatz? Voller Trümmer von beiden Kriegsparteien? Wie soll ich diese Frage beantworten? Unehrlich. Okay. Ich bin okay! Ha! Fast wäre aus dir ein verspätetes Kriegsopfer geworden. Nicht lustig. Hier ist jetzt zum Beispiel so ein Ding, wo Rocket durchgeht. Wisst ihr, ich mag das. Es macht Spaß. Ich bin Groot. Dass wir drei abhängen. Genau wie am Anfang dieser Sache. Bevor ihr wisst schon, wer dazu kam. Ich bin Groot. Nein, ich hasse nicht alle. Wir drei hatten wirklich gute Zeiten. Erinnert ihr euch an Draconius? Die Einheimischen waren nicht begeistert davon, dass wir sie an Bord geschleppt haben. Verflagte Gestaltwandler, Mann. Nie wieder. So, hier, genau. Vielleicht, hier müssen wir so ja lang. Wenn man irgendwo lang muss, dann ist aber nicht gut. Dann immer am besten in die andere Richtung. Ich bin ziemlich sicher, das ist eine Sackgasse. Sicher? Na also, hier geht's lang.
komm schon! Woher willst du das wissen? Vertrau mir, okay? Hey, Groot, meinst du, wir finden hier drin Teile des Trion-Splitters? Ich bin Groot. Hast du noch nie vom Trion-Splitter gehört? Eine Pyramide des puren Bösen, die alles verdirbt, was ich konnte. Also hier runter, wo sie... Ausdenken? Hier. Sag mir nur ein Beispiel, wann ich mir was ausgedacht hätte. Hier. So eine Kiste findet ihr da auch und die Kisten, da sind dann ja die zusätzlichen Outfits drin. Frau Tamora, sie hat bestimmt schon vom Trion-Splitter gehört. Hey, ich weiß nicht, wovon du redest. Ach, komm schon. Ich weiß, dass Thanos ihn während des Krieges hatte. Er muss irgendwo hier drin sein. Quill, sag mal. Wo ist Quill? Was zur Hölle macht er immer noch da hinten? Ich bin Groot. Als ob wir die Wahl hätten, ob wir auf ihn warten. Star-Lost hat einen unserer... Ja, zufrieden, Quill. Du hast gefunden, was ich gesagt habe. Ne Sackgasse. Toto. Ganz recht, der Weg der Schande. Ich bin gut. Natürlich konnte er es wissen. Ich hab's ihm gesagt. Hier ist auch noch mal so die Red. Also wenn er auch Platin machen will, dann müsst ihr wirklich gesagt, viel suchen. Wir werden nicht erwischt. Aber gerade jetzt hat... Die Flotte besteht nur noch aus drei Schiffen. Mega bisschen Spaß gemacht. Mehr als drei Schiffe. Ja, aber das sind nicht mehr die Weltraumbullen, die sie früher waren. Bist du fertig mit Prahlen? Oh, ich bin nie fertig mit Prahlen. Ich bin gut. Ja? So, dann geht gut lang. Also gehen wir woanders lang. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Hab ich euch Angst eingejagt? Nein. Ach, du warst besorgt. Wie süß von dir. Ich bin gut. Ach, seid still. Alle beide. Achso, nee, da kommen wir gleich, wo wir interagieren müssen. Ich bin gut. Wir wissen nicht, wie es aussieht. Quill hat diese Info bei seinem Flood of Contraxia leider nicht erhalten. Ich bin gut. Ja, halbwegs sicher schon. Jedenfalls sicherer, als mit Gamora zu fliegen. Das habe ich gehört. Ich bin gut. Keine Sorge, man kann darauf laufen. Mehr oder weniger. Deshalb ist Team Grün auf der Milano. Es ist viel gefährlicher, hier drin rumzufliegen. Das habe ich gehört. So. Hier gibt es nämlich verschiedene Wege, wie ihr gesehen habt. Wir hätten jetzt da weiterlaufen können. Oder halt hier, wo Groot lang läuft. Da kommen wir auch hier an. Ist halt nicht immer so, aber meistens schon, dass es zwei, alles gut, schon zwei Wege gibt. Nimm das, morsches Zeug. Ah, jetzt kommt gleich was. Hey, 50 Units, dass ich mehr von den Dingern erwische als du. Von wegen. Wow, was zum... Rocket, warst du das? Die Anzeigetafel? Gefällt sie dir? Hab sie in deinen Visor gehackt, als du das letzte Mal geschlafen hast. Du hackst dich in meine Sachen? Ich hab doch... So, wir gehen mal wieder zurück zum Hauptmenü. Jetzt habt ihr die Welt gesehen. Ich versuche euch noch eine andere Welt zu zeigen. Dabei. Wo war das? Eins, das war das. Da. Wenn wir die Strafe bezahlen wollt. Ich beobachte dich, Naga. Ja. Was soll das denn heißen? Hier könnt ihr das. Habe ich mich vergessen. Mann, 1, 2, 3, ich habe vergessen, euch zu zeigen. Wenn ihr den Stream-Modus anhabt, die Star-Lord-Sachen, die werden alle gespielt. Aber die ganzen anderen Sachen hier. Die werden halt nicht gespielt. Nur wenn der Stream-Modus aus ist, der Billy Idol und so. Da ist richtig geile Musik mit bei. Warum nervst du nicht jemand anderen? Das will ich auch. Öffne diese Tür. Ich weiß, dass du da drin bist, intelligenter Baum. Ich bin gut. Glaub nicht, dass ich nicht wüsste, was du vorhast. Ich bin gut.
Dein Nagerkomplize hat ohne Frage unerlaubte Units da drin versteckt. Immer wieder Kühlschrank zu machen, das ist nicht ohne Trophäe. Ich beobachte dich, Baum. Und hier haben wir jetzt Rocket. Also, willst du reden oder bloß deine Ausrüstung upgraden? Du bist doch nicht immer noch sauer auf mich. Naja, wenn wir nicht in 3 Zyklen die Strafe berappen müssten. Hey, weißt du noch, damals auf Kanla? Ihre Freunde. Und ich krieg doch halt richtig den Zwischenstand damit und wie sich das im Laufe des Spiels halt entwickelt und so. Fast alles. Schade, dass du immer pleite bist. Ich sollte dir für jedes Mal raushauen eine Rechnung schicken. Wann habt ihr mich bitte jemals rausgehauen? Contraxia, Nowhere, Aramatar, Ceres, nochmal Contraxia, Monodor. Okay, gut, ich schulde dir was. Ich hätte dein Kopfgeld von Yondu kassieren sollen. Dann müsste ich jetzt nicht mühsam Units zusammenkratzen, um deine Nova-Freundin zu bezahlen. Ex-Freundin. Aber gib's zu, du bist gern ein Wächter der Galaxie. Bei dem Namen bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber die Milano als Pfand zu behalten, war ein cleverer Schachzug. Dem habe ich nie zugestimmt. Soll ich dich doch lieber ausliefern? Keine Sorge. Ich weiß, du hast viel in dieses Team investiert. Ich mach's wieder gut. Besser wär's. Und wir lernen halt auch Rocket und Groot und die ganzen mit ihren Eigenarten, mit ihren individuellen Eigenarten kennt und warum und weshalb, wird auch einiges erklärt. Entschuldigung, meine Nase ist halt immer noch dicht. So. Wir sind jetzt praktisch natürlich bei Kapitelauswahl, bei den Kapiteln, wo ich jetzt schon immer durchgespielt habe. Ja, also. Und da habe ich natürlich noch nicht alle Sachen hier. Kann man halt die Waffe verbessern. Den Anzug kann man verbessern. Den Visor kann man verbessern. Die Stiefel kann man verbessern. Und wenn man die dann alle hat. Ja, ich denke mal, da kann man die Dinger auch verkaufen oder so, um Geld zu machen. Aufwand und am Ende kommt nichts Glänzendes dabei raus. Schade. Ja. Hier schon wieder auf. Leute, vergesst nicht, den Kühlschrank zu schließen. Wird gemacht, Mumlord. Ach, ich bin schon wieder falsch. Wir müssen ja erstmal wieder zum Ding und dahin fliegen. Ach Gott, vergesse ich jedes Mal. Hier ist zum Beispiel. Was sollen wir nur mit dir machen? Wir könnten dich schälen und deine Wolle verkaufen. Ich habe keine Units, aber ich kann deine Sachen aufmotzen, wenn du willst. Nee, jetzt geht's hier nicht weiter. Ich bin pleite, Quill. Willst du deine Freundin ausbezahlen? Dann such in deiner Kabine. Ich bin Groot. Alle Units, die ich finde, gehen direkt an dich. Aber ich weiß nicht, ob die anderen das auch machen. Tja, das ist. Ich mach jetzt einfach hier, das würde ich euch nicht wegnehmen. Das sind wirklich Haufen zwischen Kommentare. Und hier sind so Gegenstände, die ich gefunden habe. Die sind dann halt bei dem Einzelnen in der Kabine. Ich bin gut. Hey, Gamora. Du sollst doch anklopfen. Was machst du da? Hab ich. Ich. Okay. Klopf. Hast du eine Idee, woher wir diese Units kriegen? Hast du irgendwo investiert? Sehe ich aus wie jemand, der in irgendwas investiert? Du gehst gerne Risiken ein. Genau, aber ich sitze nicht den ganzen Tag am Schreibtisch und hoffe auf Immobilienfluktuationen. Ich gehe raus und bin aktiv. Was wir finden, können wir uns das in der Kabine oder in die Kabine der anderen angucken. So. Dann wollen wir hier mal nach verstreuten Units suchen. Wirklich?
37 Units? Scheint, wir haben 6.963 Units zu wenig. Wenn wir unser Schiff behalten wollen, Peter Quill. Ja, ich weiß, wir brauchen dringend einen Plan. Dann zieh meinen ersten Vorschlag in Betracht. Oh, nicht schon wieder Fin Feng Foom. Doch, ich schlage vor, wir jagen Fin Feng Foom. Drax, es gibt viel leichter verdiente Kohle. Was kriegt man für Gamoras Kram? Was? Ach komm, du stapelst diesen ganzen komischen Schnickschnack, seit du zu uns gekommen bist. Ich meine, erzähl uns nicht, der wäre nichts wert. Die Quarantänezone war immer sie lässt uns hängen. Meine Figuren sind kein Schnickschnack. Klar, man könnte ja dem Team helfen, aber Opfer bringen auf gar keinen Fall. Auf das Pass auf, dass ich dich nicht gleich opfere. Leute, ich denke, wir sollten Groot mal zuhören. Ich bin Groot. Er sagt, wir sollten beide Ideen kombinieren. Gamoras Schnickschnack an Fin Feng Foom verkaufen, das ist brillant. Tja, weißt du, das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass Lady Hellbender nur Monster kauft und du bist nun mal leider kein Monster. Ist doch so, er ist der Netteste und... Ich bin Groot. Nein, kannst du nicht, du bist ein miserabler Schauspieler. Ich bin Groot. Ach ja? Du willst Monster? Dann zeige ich dir Monster! Wow, Leute! Groot, bietest du wirklich an dich? Nein, nein, er bietet hier überhaupt nichts an, okay? Es könnte funktionieren. Groot verkaufen? Danach könnten wir ihn wieder raushauen. Absurd. Die Lady will etwas, das ein Monster in sich trägt. Der hässliche Zwerg da wäre die perfekte Wahl. Er ist gemein, sadistisch, seine Seele ist schmutzig und voller Zorn. Für so einen würde die Monsterkönigin gut bezahlen. Meinst du? Und wie gut? Wie kannst du da mitspielen? Weil ich weiß, was ich bin. Und ich weiß, was er nicht ist. Ich bin Groot. Ich stimme für Groot. Ich bin mir sicher, Lady Hellbender würde ihn kaufen. Ja, von mir aus. Ich stimme für mich, nicht für Groot. Ich stimme auch für das biestige Pelztier. 2-2. Peter? Also ich habe beim ersten Mal habe ich für Rocket gestimmt. Ich glaube, Groot wäre überzeugender. Als Monster im traditionellen Sinn. Groot, Kumpel, zuerst mal danke. Und zum Zweiten solltest du wissen, dass wir dich direkt danach wieder rausholen, okay? Ich bin Groot. Dann machen wir es also. Verkaufen wir ein Mob. Nein, so ticken Frauen nicht. Das Wetter auch nicht. Außerdem sieht's bestimmt schlimmer aus, als es ist. Hier kann ich jetzt leider nicht mehr überspringen. Also ein paar Kommentare wollte ich halt lassen, damit er den ein bisschen Zusammenhang mitkriegt, warum wir jetzt hier sind. Lady Hellbenders Festung. Näher ran, Quill. Ich habe keine Lust, noch ewig zu latschen. Ausspähen ist eben mein Ding. Nope. Okay. So. Nächstes Mal fliegen. Da seht ihr, jetzt sind halt neue Gespräche. Dass der Blättrige das hinkriegt? Nein. Das wird die können wir jetzt machen, müssen aber nicht. Ich habe natürlich über alle gemacht, weil dadurch erfährt man halt immer tolle Sachen. Zu deinen ständigen Beschwerden? Tja, du beschwerst dich darüber, dass der Kleine sich beschwert. Wir beschweren uns alle. Zufrieden? So, aber ich gehe jetzt einfach raus. Okay, es geht weiter. Damit ihr halt noch einen anderen Planeten seht, damit, damit ihr seht, wie unterschiedlich das aussieht. Wenn das Schloss doch gar nicht weg. Das ist kein Schloss, das ist eine uneinnehmbare Festung. Und wie nehmen wir die ein? Frag Peter! Gehen wir näher ran. Das überlegen wir uns dann unterwegs. Da gibt es nichts rauszufinden. Als Bestienhändler erhalten wir problemlos Zugang zu Lady Hellbender. Gut, eine Bestie haben wir bereits. Fehlt nur noch der Händlerteil. Zum Glück trage ich bereits mein offizielles. Hier ist jetzt halt mehr so ein bisschen gelb. Das gibt's gar nicht. Hier kommen wir doch in der Eiswelt. Und wie gesagt, in dem Raumschiff sind wir doch. Im Nova Corps und so. Hey, ist meine Jacke okay? Du hast wenigstens eine Jacke. Einige von uns sind klatschnass. Weniger jammern, mehr marschieren. Hey, Sturmlord!
Wir laufen doch jetzt nicht ernsthaft da durch. Bei dem Sturm dauert das ewig. Hör auf zu jammern. Die Anstrengung wird deinen Geist stärken. Ich habe schon mehr als genug Anstrengungen hinter mir. Besten Dank. Wir schaffen das. Halt nicht runter, dann wird alles gut. Korrekt. Wir müssen Lady frontal begegnen. Klingt fast so, als würdest du dir wünschen, vom Blitz getroffen zu werden. Ich erwarte nicht von einer Shitori-Verräterin, dass sie den tieferen Wert begreift. Den tieferen Wert davon, getötet zu werden? Direkt zu sein, du Kinderausflüchte. Was ist dein Problem? Lady Hellbender verachtet Falschheit und Ehrlosigkeit. Drax, Gamora ist im Moment auf unserer Seite. Versuch das zu akzeptieren. Das war eindeutig zu knapp. Gut gespielt, Lady Hellbender. Wir ziehen es also immer noch durch. Ja. So, warte mal hier. Leute, Konzentration! Haltet Ausschau nach den. Haben wir denn unsere Sache, dass wir hier runtergehen können? Seht ihr, da haben wir nämlich auch wieder was gefunden. Ein sehr guter Tipp! Sagt mal, wollten wir nicht oben bleiben, um die Festung immer im Blick zu haben? Ich finde das immer noch vernünftig! Und doch versteckst du dich vor Hellbenders majestätischem Zug. Dieser Sturm ist einfach nichts für mich, Quill. Sturm, das ist ihr monströser Atem. Okay, dann ist ihr Atem auch nichts für mich. Sie weiß nicht mal, dass wir da sind. Okay, es war vielleicht nicht so, meine perfekte Lage. Wir sehen ab, immer alle durchsuchen. Nein. Es wäre deutlich trockener, wenn wir unten durch den Dschungel gegangen wären. Okay, das könnte gefährlicher sein, als ich dachte. Ich dachte, du lebst für die Gefahr. Ja, Betonung auf Leben. Oh, shit. Flock, nicht schon wieder! Das ist ein ganz mieser Vorschlag! Also das ihr wollt. Ich habe mir beim ersten Mal schon gedacht, Mensch, vielleicht wenn ich anders lang gelaufen wäre. Bin jetzt mal anders lang gelaufen. Wir hätten nach Magno 4 fliegen sollen. Hey, seht mal das alte Widerstandsschiff. Durchlöchert wie ein Sieb. Bestimmt von der da und ihren Shitori-Freunden. Wir waren keine Freunde. Leute? Jetzt kommen hier Viecher zum Beispiel, oder? Ah, ich weiß nicht. Ihr riecht gerade. Es ist nicht allein. So. Achtung! Vielleicht hat sie Lady Hellbender geschickt. Sie soll sie behalten. Genau, erledige sie. Ich dachte schon, du fragst sie. Hier haben wir denn da. Und hier machen wir einen Gutmacher auf, dass ihr das mal seht. Oh, doch, wenn sie tot sind, können wir das Wacken oder mal. Der äußere Dreck, die nur der Ablenkung weitere Abscheulichkeiten stellen unsere Kraft auf die Probe. Sehr schön, schön. Je mehr, desto besser. Staffelangriff. Wirf's auf sie, Großer. Das Grün ist natürlich Leben. Ich weiß, was sie gleich sein werden. Tod! Feuerwerk! Ich hab dich sowieso schon gelangweilt. Vom Blitz gegrillt zu werden, war dir nicht aufregend genug? Ich bin in Stücke geschnitten. Meine Hände sind voller Gallert. Und dennoch lebt die Kreatur. Der Gallert reicht an. Das Gallert fühlt sich beim Draufschlagen gut an. Das glaube ich dir jetzt einfach mal. Der Block ist auf dem Kriegspfad! Der Block hat ein Messer! Mach dein Ding, Gamora! Messer! Mit Inbrunst! Groot meint, wir sollten die mit Schallteile im Inneren zerbrechen!
krieg noch Schlamm in mein Fell. Würdest du diese gallertartige Substanz bevorzugen? Erklärt von seinen Schlamm! Hammer! Vielleicht hat sie mich helfen. Ja. Ich glaube, sie hat Besseres zu tun. So sieht also ein Monster in dieser Gegend aus? Wir stehen vor Lady Hellbenders Zuflucht. Die Kreaturen hier sind nicht ihre Haustiere, sondern Nahrung. Die Frau, sie sehen auch irgendwie so echt aus. Ihr seid auch bei Nahrung, wenn wir nicht sind. Rausklettern. Wo zum Schlag geht sie hin? Wenn nichts hier geht, Feuer frei. Da führt ein Weg durch den Dschungel. Versucht nach oben zu kommen. Drax, du kannst diesen Reaktor sanft rausziehen, oder? Also das Spiel ist sehr linear aufgebaut, wie ihr seht. Man hat mal so dem Moment. Soll ich mit dem Zerlegen weitermachen? Nein, nein, nein. Ich denke, das reicht. Diese Schote ist leichter zu erklimmen als der Schlamm. Die Bezeichnung Schote gefällt mir nicht. Da ist die Tragflächensteuerung. Okay, Rocket, das Kontrollfeld der Tragfläche gehört dir. Hoffentlich funktioniert's noch. Toll. Achtet alle auf blinkende rote Lichter. Was? Warum? Das ist ein Widerstandsschiff. Wir haben Glück, wenn es nur eine Sprengfalle hat. Das ist die Lösung. Was zum Quark? Das klingt nicht wie so ein Galler-Ding. Es heißt Lady Hellbenders Ruf. Und auch hier wieder. Wie Lady klingt es auch nicht. Guck. Wie gesagt, ihr braucht wirklich so viel wie möglich, um die Waffen aufzuwerten, weil manche Kreaturen, die haben es wirklich ordentlich in sich. Wer braucht da schon eine vernünftige Waffe für? Vorsicht! Hier ist anscheinend was Großes durchgekommen. Yay! Falls du was mit Klauen in der Größe von Drax siehst, sag Bescheid. Ich dachte, wir hätten unser Monster schon. Warum verfolgt sie dieses Ding? Sport. Ein bisschen Sport ist nie verkehrt. Ein Mädchen muss sich beschäftigen. Suchst geradezu nach Ärger, Attentäterin. So, jetzt stecken wir hier hin. Für den Abschluss. Wir sind ja schon wieder bei 42 Minuten. Ich habe euch zwei Planeten gezeigt. Ich will halt nicht zu viel spoilern. Für die, die dort selber spielen wollen. Aber wie gesagt, ich bin absolut begeistert vom Spiel. Und die Leute, die im Stream zugeguckt haben, waren auch alle begeistert. Für mich eindeutig Anwärter auf Spiel des Jahres. Der ganze Zwischenstand da, ihr hört ja, die quatschen die ganze Zeit immer wieder. Man hat auch eigene Entscheidungen, die man treffen kann oder welche, die man beipflichten kann oder ablehnen kann oder und die wirkt sich dann alles auf die Team-Moral aus oder auf die, wie dick man mit dem einzelnen Charakter dann in Zukunft ist. Ob er schneller hilft oder ob er sagt, nö, ich helfe dir nicht oder so. Das kann ich mir vorstellen. Darauf wirkt sich dann alles aus. Monster, das ihr je gesehen habt. Und man kann auf Klamotten suchen und natürlich kann man die Waffen aufwerten, man kann die einzelnen Charakter aufwerten. Und macht unheimlich Spaß. Vor allen Dingen, wie gesagt, diese Zwischeneinander. Und nach dem Avengers, was da nicht so gut war, was ich gestehen muss, da habe ich mir auch mehr erhofft, ist das wirklich ein absolut geiles Spiel. Von mir eine ganz klare Empfehlung. Ich habe es jetzt letztens Tobi empfohlen. Tobi war sich nicht so sicher. Tobi hat sich das geholt, also Grün Goblin. Grüße gehen raus. Und der hat es jetzt angezockt und ist auch nicht weggekommen von und sagt auch, absolut geil. Der hat sich auch nicht getraut wie Avengers. Aber es hat sich gelohnt und er sucht jetzt auch gerade. So, das soll es jetzt gewesen sein. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wert, Träumchen. Genau, oder? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin. Ich bin vorsichtig. Hab du mal meine Größe. Ich muss